Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash-News. Heute wird es richtig interessant, denn wir schauen uns gemeinsam eine Folge Goodbye Deutschland an. Zumindest einen Ausschnitt davon, denn ich habe ja in den letzten zwei Tagen über Dani Büchner berichtet, unter anderem auch über den großen Wohnungsbrand. Und da ihr mir alle dazu geraten habt, unbedingt mal eine Dani Büchner Goodbye Deutschland-Folge zu sehen und heute zufällig, ja, was wir für ein Glück haben, zufällig ein RTL-Artikel online kam, wo Jadas erster Unitag eine Rolle spielte, dachte ich mir, ich tue euch den Gefallen, weil ihr alle gefragt habt. Wir gucken uns als allererstes mal gemeinsam eine Goodbye Deutschland-Folge an, zumindest einen Ausschnitt, um zu verstehen, wie so dieser Familienalltag der Löwenmama so passiert. Das ist natürlich alles höchst sarkastisch und humorvoll, also bitte wundert euch nicht. Ich bin gespannt. Es ist Tatsache meine erste Goodbye Deutschland-Folge, die ich mir konzentriert anschaue und nicht nebenbei am Handy spiele und es einfach im Fernsehen läuft. Also wir gucken mal rein. Ich bin sehr gespannt, was uns erwartet. Und wenn ihr sagt, Mensch, Danny, vielen herzlichen Dank, dass du für uns auch, ja, für uns auch mal in tiefere Gewässer dich traust, dann wird euch herzlich eingeladen, diesen mittelgroßen YouTube-Kanal zu abonnieren. Wir gehen, und wie ich schon gesagt habe, auf rtl.de. Das ist dieser Ausschnitt hier im Video. Dani Büchners Tochter Jada hat ihren ersten Tag an der Uni. Jetzt ist das natürlich alles wieder etwas länger her. Ihr dürft nicht vergessen, die Produktion, die Ausstrahlung, dann der RTL-Artikel. Darum geht es gar nicht, sondern gerade dieser Ausschnitt ist vielleicht für uns doch ganz interessant, denn das Gerücht wurde ja gestreut, dass sie das ja gar nicht macht, das Studio. Wir gucken einfach mal rein und ich lasse mich überraschen und gebe euch natürlich auch immer mein Feedback und meine Reaction auf die Folge rein. Ich denke, es könnte ganz spannend werden. Keine Sorge, es ist natürlich keine ganze Folge, es sind 6 Minuten 40. Das halten wir aus. Feuer frei. Ist es endlich soweit? Dani Büchners Tochter Jada hat ihren ersten Unitag in Palma. Und dort muss sie allein. Dani Büchners Tochter Jada hat ihren ersten Unitag in Palma. Und dort muss sie allein hin mit dem Auto. Ich habe, glaube ich, so langsam Respekt vor der ganzen Situation. Ich muss ja auch mit dem Auto hinfahren. Ich bin auch dieses Jahr ganz alleine, weil meine Freundinnen studieren nicht. Und ich bin echt gespannt auf das Abenteuer. Also 36 Buntstifte. Also ich weiß nicht, was sie für ein Studio macht, aber mit 36 Buntstiften hat sie auf jeden Fall die beste Möglichkeit, ein Malbuch auszumalen. Und das auch wirklich gut. Also ich bin ehrlich gesagt aufgeregt, weil ich nicht weiß, wie es sein wird. Ich habe die ganzen Sachen hier auf meinem Schreibtisch und weiß ehrlich gesagt nicht, was ich mitnehmen muss. Was muss man bei so einem Studio machen? Also ich habe wirklich keine Ahnung. Vor einigen Wochen haben Jada und Dani die Uni in Palma besichtigt. Schon damals war die Stimmung angespannt. Ja, das wundert mich nicht. Also ich habe so das Gefühl, egal welches Thema ich mir mit Dani Büchner angucke, die Stimmung ist immer angespannt, oder? Es ist völlig egal, wo wir reingucken. Immer ist irgendjemand kurz vor der Eskalation. Also soll ich draußen warten? Ich ja, nee, jetzt bist du hier. Ja, aber da lang müssen wir nicht. Das ist doch. Du willst doch nicht in die Klasse rein. Nein, Jada, wir gucken doch erst mal, wo wir hin müssen. Du kannst doch nicht an den Fenstern vorbei. Aber mach ich doch. Das ist kein Kindergarten, du musst da lang. Ich weiß jetzt gar nicht, was ihr Problem ist. Wir können doch hier gucken, wo wir hin müssen. Also Jada, ja, da lang, nicht an den Fenstern. Jada ist genauso zickig wie bei Forsthaus Rampensau, oder? Also das Problem wird wahrscheinlich sein, dass sie sich jetzt schämt, dass Mutter Dani Büchner mit dabei ist. Jetzt stelle ich mir aber die große Frage, der Kameramann, der Tontechniker, der Aufnahmeleiter und die Produktionsleiterin, die stören alle nicht, wenn man am Fenster mit einem Kamerateam vorbeiläuft? Aber Dani stört. Okay. Vorbei. Ja, aber ich gehe doch an gar kein Fenster vorbei. Was ist denn los? Ich stehe doch hier. Ja, okay. Die sind ja sogar drin. Mama, steh da auf. Nein. Psst. Du hast so viele Schüler, guck mal. Mama, und der muss hier alles erklären. Warte doch mal. Jetzt geht jetzt dein Traum in Erfüllung. Morgen startet Jada allein an der Uni. Es wird der erste Schritt hin. Wieso studiert Dani Büchner nicht mit? Oder? Kann sie doch machen. Hat ja Zeit. Hin zu ihrem großen Traum.
Ich wollte eigentlich schon immer so Polizistin, Anwältin werden, weil Menschen zu helfen war schon immer was für mich. Also ich habe es geliebt. Und ich diskutiere gerne. Also würde meine Mama jetzt fragen, würde sie auch ja sagen. Also von daher. Ja, ich weiß nicht, ob ich diskutiere gerne die beste Voraussetzung für ein Juristenstudium ist. Also ich stelle das einfach nur in Frage. Ich finde das einen guten Beruf. Besser als manch andere Sachen, aber... Aber ich mache es immer nur, wenn ich weiß, dass ich recht habe. Und ich glaube, ich habe den Charakter dazu, wirklich zu diskutieren, einem Menschen zu helfen, einen Fall zu nehmen, wo ich sagen kann, okay, ich bin stolz, dass ich den Fall habe. Und ja, ich sehe mich einfach als Anwältin. Also ich glaube, das ist wirklich so mein Traumjob. Hier bist du, Mama. Kommst du kurz? Was ist denn? Weißt du, wo mein Etui ist? Kannst du mir helfen, die Tasche zu packen? Nee, das Etui habe ich dir gekauft, Jada. Erinnere dich dran. Ja, ich weiß. Etui und Stifte. Nee, du weißt es anscheinend nicht. Okay. Wir sehen Dani Büchner schon wieder genervt. Es ist wirklich völlig egal, in welche Szene wir reinschauen. Dani Büchner ist immer gestresst. Ich würde ihr mal ein entspanntes Bad mit Enya empfehlen. Ja, mal Badewanne, Enya an und vielleicht ein bisschen Ohrläppchen massieren. Vielleicht wird man dann ein bisschen gelassener oder weniger Social Media machen. Ich habe gehört, dass man, auch wenn man ständig aufs Handy guckt, auch immer ein bisschen ungehaltener ist. Anscheinend nicht. Ja, ich mach's. Ich habe dir alles gekauft, was du brauchst. Ja, okay. Egal. Ich glaube, das bleibt gleich. Ob du studierst oder ob du in die zweite Klasse gehst. Mama, wo ist dies? Mama, wo ist das? Und ich habe vorher alles besorgt. Ja, nimm mir doch das hier. Bitte. Ich habe ihr vorher alles gekauft. Von Stifte bis... Jetzt verstehe ich, was das Problem war. Jada hat ihre Federtasche nicht gefunden. Ich habe die ganze Zeit überlegt, was ist denn das Problem? Es geht um das Etui, die Federtasche. Ach so. Etui bis Radiergummi, Anspitzer, es hört nicht auf. Weißt du, am Ende sind das alles kleine Babys, die Hilfe brauchen, aber nur, dass die Klappe sich ein bisschen ändert, dass die größer wird. Was man, glaube ich, nie so sieht, weil ich immer den Eindruck vermittle, eine sehr strenge Mutter zu sein, die sie sehr, sehr, sehr viel meckert. Nee, ich finde, Dani Büchner vermittelt keinen Eindruck, dass sie eine strenge Mutter ist. Ich finde, sie vermittelt einen Eindruck, dass sie eine genervte Mutter ist. Also, ich finde wirklich, sie vermittelt extrem so ein Vibe, dass sie gerade keinen Bock hat. Ja, das stimmt. Ich habe eigentlich immer was zu meckern, aber dahinter ist ja etwas. Ich möchte, dass sie einfach Dinge verstehen im Leben, die sehr wichtig sind. Das fängt beim Haushalt an, es fängt bei der Hygiene an, es fängt bei der Wäsche an, weil ich immer denke, wenn sie später mal erzählen, Mama hat immer nur gemeckert, aber sie hat uns beigebracht, das und das. Die Werte und Normen und wie es ist. Und du glaubst gar nicht, wie groß der Druck manchmal ist als alleinerziehende Mutter, weil die Leute dich kritisieren. Ja. Ich verstehe, was sie meint. Der Druck als alleinerziehende Mutter ist groß. Da hätte sie einen Punkt setzen müssen. Aber als sie dann ranhang, weil die Leute einen kritisieren, die Leute kritisieren dich ja nicht, weil du alleinerziehende Mutter bist. Die Leute kritisieren dich ja aufgrund von dem, was du von dir gibst in der Öffentlichkeit, welche Gewerbekooperationen du hast. Das ist das, was die Leute kritisieren. Nicht, dass man eine alleinerziehende Mutter ist. Es ist ja genauso schlimm wie in den Storys. Ich bin ja gerade wirklich ganz diffus. Es ist ja wirklich genauso schlimm wie in den Storys. Menschen geben dir Tipps, die manchmal auch selber gar keine Kinder haben oder auch aus Social Media. Ah, du musst das so machen und so machen und so machen. Ich weiß für mich, meine Kinder sind genauso unperfekt wie ich. Jada ist nach. Ja, okay. Aber das war ja schon mal ein tolles Statement von ihr. Meine Kinder sind genauso unperfekt wie ich. Danke dafür. Volkan und Jolina, die drittälteste von Dannys Kindern, aber die erste in der Familie, die studiert. Mich macht es sehr stolz, eine Studentin im Haus zu haben. Hör mal, das kenne ich nur aus den Filmen früher. Und sie ist die erste in meiner Familie, von all meinen Schwestern und so, die studiert. Bitteschön. Das macht mich sehr, sehr stolz, dass sie das durchgezogen hat. Und vor allen Dingen ist das so, das muss ich hier ganz klar noch mal erwähnen, nach dem Tod von Jens war das ja so, dass viele gedacht haben, okay, das wird nichts. Die gehen zurück nach Deutschland und die schaffen das nicht. Also da werde ich auch sehr emotional. Ich glaube, wir haben es bewiesen, vor allen Dingen meine Kinder, wie viel Biss sie haben. Und auch Jada, dass sie an ihren Zielen und Träumen festhält. Also ich finde den Tod von Jens Büchner ganz tragisch. Und ich möchte euch einfach sagen, dass auch mein Vater sehr früh verstorben ist, als ich 15 Jahre alt war.
Aber ob es jetzt einen besonderen Biss erfordert, einen Schulabschluss zu machen, eine Ausbildung zu machen, ein Studium zu machen, weiß ich jetzt nicht, ob man das als eine so außergewöhnliche und als so eine große Leistung ankündigen soll. Ich verstehe, dass man stolz auf seine Kinder ist. Das kann ich als Kinderloser, auch da bilde ich mir jetzt ja ein, das beurteilen zu können, mir vorstellen, dass man darauf stolz ist. Aber ein Studium oder eine Ausbildung zu machen, das machen Millionen von anderen Menschen auch, die bestimmt noch ein viel schlimmeres Schicksal haben, als in einer kleinen Finca auf Mallorca am Strand zu leben. Oder in der Nähe des Strands zu leben. Also ich weiß nicht, ob da die Messlatte gerade ein bisschen sehr hoch gesetzt wurde. Aber das ist nur das, was ich gerade so ein bisschen anzweifle. Und ich kann da nur im Namen aller meiner 5 Kinder sprechen. Wir haben da immer zusammengehalten und das durchgehalten und ich bin wahnsinnig stolz. Sie geht auf die Uni. Mhm. Nur die Frage ist, was nimmt man da eigentlich so mit? Ist ja schließlich keine Schule mehr. Es gab kein Infoblatt. Wir reden hier von der Uni. Da muss jeder wissen, was er mitnimmt. Spoiler weiß ich halt jetzt nicht irgendwie. Ist halt jetzt so. Dazu kommt, Jada hat erst vor wenigen Wochen ihren Führerschein gemacht. Morgen früh muss sie alleine 45 Minuten von Cala Mayor nach Palma zur Uni fahren. Und so ganz ist ihr der Weg dorthin noch nicht klar. Googlest das jetzt und schaust dir den Weg an. Schau. Okay, aber das mache ich auch. Also wenn ich irgendwie einen Termin habe, wenn ich irgendwo mit dem Auto hinfahren muss, wo ich selber noch nicht war, dann gucke ich mir die Strecke sogar auch auf dem Handy an, gucke mir sogar an, wie ich abbiege. Wenn ich ganz verunsichert bin, gerade wenn ich jetzt irgendwie sehr weite Strecken habe, gut, ich meine, ich kann mir nicht alle Abbiegungen anschauen, aber ich gucke schon sehr genau auch hin, wie der Weg ist. Das finde ich jetzt gar nicht so unnormal. Mama, ich werde davon nicht schlauer. Mhm. Morgen mache ich das Bedauerliche. An. Nein, ich würde es heute machen, weil es kann morgen, du kannst verschlafen, du bist im Stress, du fährst das erste Mal alleine. Bei Mama ist immer das Problem, sie ist Perfektionistin. Sie will alles unterm Hut haben, will alles geplant haben, dass alles perfekt läuft. Nur das ist bei uns im Haus nicht so. Und dann, wenn Mama da noch zwischenhält. Jada ist 3-mal durch die Führerscheinprüfung gefallen. Das ist die Bauchbinde, die dort steht, okay? Mit ihrem Stress und auch mit ihrer, also was heißt schlechte Laune nicht, nur da sie alles perfekt haben möchte, ist es ein bisschen stressig für mich selber, so ihrem Plan zu befolgen, so gesagt. Und deswegen ist die ganze Situation gerade wirklich nur Stress pur. Was soll ich jetzt machen? Soll ich den Weg jetzt auswendig lernen? Ja, eine Straße da, die nächste da? Nein. Ich weiß es einfach nicht. Ist wirklich schwierig mit. Aber wieso nimmt sie nicht einfach das Handy im Auto und schließt das an? Also man muss ja nicht während der Fahrt aufs Handy gucken, das ist klar. Aber man hat doch die Möglichkeit, wenn man das Handy mitnimmt, dass man sich das Navi dann anzeigen lässt. Oder ist, also ich verstehe das Problem gerade noch nicht. Okay, ohne Witz jetzt. Nee, aber ich weiß jetzt nicht, was das Problem ist. Nee. Das Problem ist du gerade. Das ist eine wichtige Sache und du musst wissen doch, wo du hin musst, oder? Mama, ich du hast noch den ganzen Tag Zeit. Soll ich da jetzt hinfahren, um wieder zurückzusetzen? So gut. Ist der Konflikt gerade ein bisschen gestellt? Also grundsätzlich lerne ich mir doch nicht den Weg aus, wenn ich irgendwo hinfahren muss. Also ich gucke aufs Navi. Wann habe ich das letzte Mal gewusst, wo ich hinfahre? Also wo ich hinfahre, weiß ich schon. Aber den Weg dahin, das macht mein Handy. Da bin ich sehr froh. Da muss ich doch nicht selber meine paar Gehirnzellen da anstrengen, um zu wissen, wo ich hin muss. Googeln, wo die Uni ist. Hier sind Bilder, welche Autobahn. Was ist, ich lerne das doch nicht auswendig. Was ist, wenn du morgen verschläfst? Mach ich nicht. Möchtest du beim ersten Mal schon zu spät? Habe ich im Abi schon verschlafen? Weißt du, ob morgen Stau ist? Deswegen fahre ich doch früh genug los. Okay, aber du kennst den Weg ja nicht. Aber selbst wenn morgen früh Stau ist und sie den Weg auswendig gelernt hat, kommt sie ja nicht später oder schneller zum Ziel. Das ist doch völliger Quatsch, das Gespräch gerade. Dann wünsche ich dir viel Glück. Aber wofür gibt es denn Navi auf dem Handy? Ich verstehe das Problem jetzt nicht, als ob ihr noch nie mit dem Handy da hingefahren seid. Mann. Da gibt es ja noch andere Kinder. Ich kann auch Stress suchen. Joey. Echt? Die weiß den Weg nicht, Volkan. Boah. Was ist los jetzt? Nee, gleich habe ich keinen Bock mehr. Da ist der Kaminanzünder. Volkan, den haben wir in unserem Brandvideo kennengelernt. Er soll jetzt die Situation schlichten. Ich brauche eure Hilfe nicht. Ihr seid noch nie nirgendwo mit dem Navi hingefahren. Noch nie. Anwältin Jada übt schon mal das Diskutieren. Wie ihr Start an der Uni wohl werden wird?
Ja, und das war der erste Teil von Goodbye Deutschland, Jadas erster Unitag. Ich bin ein bisschen, ich habe viele Fragen. Ich habe mehr Fragen nach dem Format als vor dem Format. Schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, ob ihr zukünftig mehr Reactions auf Goodbye Deutschland folgen wollt, dass wir auch ein bisschen den Content mal weiterentwickeln, auch andere Sachen machen, ob ihr das spannend findet oder nicht. Ich würde euch anbieten, dass ich das gerne für euch natürlich auch kommentiere, hab aber zugegeben sehr, sehr viele Fragen jetzt auch erstmal zu dem Thema. Wenn ihr auf jeden Fall mehr Reaction auf klassische Formate haben wollt, schreibt das gerne in die Kommentare, abonniert den Kanal, dann mache ich das sehr, sehr gerne. Verabschiede mich jetzt aber erstmal und wünsche euch einen schönen Tag. Wir sehen uns wieder morgen früh um 8 zum ersten Kaffee und ich bin ganz gespannt, was ihr hiervon haltet, meine Lieben. Macht es gut, tschüss.